Ja, moin, ihr Löffel, und herzlich willkommen zu einem weiteren MILF-Video oder auch Make Love Fake Love. Wenn ich mir das Video von gestern, also das Video über Xanders Fragerunde, so anschaue, dann scheint es schon so zu sein, dass euch das Thema mittlerweile ziemlich interessiert, denn jetzt auf die letzten Meter ist es ja doch nochmal ziemlich spannend geworden in der Show. Deswegen nehmen wir das jetzt zum Anlass, um heute mal über Lisas Fragerunde zu reden. Ich habe euch ja gestern in dem Video schon gesagt, dass ich auf Lisas Profil ein bisschen rumgestöbert habe und dort teilweise Live-Ausschnitte gefunden habe und ein paar andere Screenshots, die wir hätten besprechen können. Das machen wir vielleicht auch noch, aber wie der Zufall es wollte, hat Lisa dann gestern eine brandneue, ganz aktuelle Fragerunde hochgeladen. Und ich würde sagen, in diesem Video werden wir uns darauf fokussieren, denn das ist jetzt das aktuellste. Bevor wir uns dann gleich die Fragerunde von Lisa anschauen, die sie übrigens mündlich beantwortet hat, wollte ich euch noch kurz, naja, sagen wir mal der Fairness halber, was sagen. Und zwar ist es bei mir so, dass ich Lisa auch nicht so ganz koscher finde. Ich habe an sich nichts gegen sie und sie hat auch an sich nichts falsch gemacht oder so. Es ist nur bei mir persönlich so, dass Lisa mir einfach nicht so sympathisch rüberkommt. Wie jetzt zum Beispiel eine Luisa letztes Jahr. Deswegen habe ich letztes Jahr auch mehr mitgelitten, sag ich mal. Erstens, habe ich mehr mit Luisa connected, muss ich sagen. Ich fand sie sympathischer und ich fand das auch, diese ganze Luisa-Max-Jeles-Geschichte, fand ich authentischer als das jetzt mit Xander und Lisa. Lisa tut mir trotzdem sehr, sehr leid, denn das hat natürlich niemand verdient. Nichtsdestotrotz kommt es für mich so rüber, kann auch falsch sein, dass Lisa sich recht wohl in dieser Opferrolle fühlt und dass sie da auch, ich will jetzt nicht sagen, drauf rumreitet, aber das wird halt auch auf Social Media ziemlich ausgeschlachtet. Und ja, es ist vollkommen in Ordnung und natürlich auch ganz normal in diesem Trash-Business, dass die Leute während einer Ausstrahlung auch über ihre Erfahrungen sprechen. Aber da in Lisas Fall wir wirklich so ein Livestream nach dem anderen gefühlt gemacht, das Thema wird totgekaut. Lisa fühlt sich meiner Meinung nach sehr, sehr wohl damit, jetzt eben die betrogene Ex zu sein oder eben die Luisa aus diesem Jahr. Sie kommentiert alle möglichen Beiträge und so. Zum Beispiel wurde jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, ein kurzer Ausschnitt, ein Trailer oder ein Teaser zum Finale gepostet. Darunter hat sie auch kommentiert. Ich bin so gespannt, was ihr sagt, wenn ihr das gesehen habt und ich kann das alles nicht mehr und so. Und ich würde sagen, wenn man wirklich so tief verletzt ist, auch wenn die Beziehung gut ein halbes Jahr gedauert hat, ne, oder noch nicht mal, ein bisschen weniger, glaube ich sogar, und die jetzt sowieso nicht so intensiv war, verstehe ich trotzdem diese Demütigung im TV, dass das was mit einem macht. Das kann ich vollkommen nachvollziehen und ich kann auch vollkommen nachvollziehen, dass man das während der Ausstrahlung alles so mitbegleitet, aber das ist einfach nur mein persönliches Gefühl, dass Lisa das gar nicht mal, so schlimm findet, jetzt eben in dieser Opferrolle zu sein. Das wollte ich nur vorab schon mal sagen. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich neutral sein. Wir gucken uns jetzt die Fragerunde an. Danach gebe ich meinen Senf dazu ab und dann bin ich natürlich wie immer gespannt darauf, was ihr so zu den einzelnen Themen zu sagen habt. Und bevor wir das machen, nicht vergessen zu abonnieren. Ist kostenlos und dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Nicht bei einem Treuetestformat, sondern bei einem Spielformat. Das bedeutet, in dem Fall hat es jetzt keine Auswirkung, ob die Beziehung jetzt beendet ist oder nicht, weil in der Single-Villa wusste man ja nicht, wie ich mich entschieden habe. Also wurde ja jetzt nicht mitgeteilt. Das bedeutet, er hat noch in dem Wissen, dass er in einer Beziehung ist, gehandelt und falls er gewinnen sollte, wird das natürlich mit dem Partner, der Partnerin geteilt. Also meines Wissens ist er nie fremdgegangen, hat mir das auch immer eingepredigt. Er hält überhaupt nichts von Fremdgehen, ist überhaupt gar nicht, kann das überhaupt nicht vertreten, verstehen, wie man sowas dem anderen Menschen antun kann. Und deswegen war ich ja umso mehr geschockt. Also ich war wirklich nur noch geschockt, ich konnte es nicht glauben, weil jemand, der wirklich so dagegen ist, wie er es immer war und wie er sich verkauft hat und dann so zu handeln, das habe ich einfach nicht verstanden. Ich wollte es nicht verstehen, ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe es auch bis zum Schluss einfach nicht realisiert. Also wie man ja sehen kann, es war mir wirklich was ganz Neues. Aber wer weiß, vielleicht war es vorher auch schon. Aber ich hätte es ihm niemals zugetraut, niemals.
Ja, da diese Frage auch jetzt öfter gekommen ist und ich mir jetzt echt oft gedacht habe, sage ich dazu noch mal was oder nicht? Ich habe es schon mal kurz in meiner früheren Fragerunde angesprochen. Aber einfach, damit ihr vielleicht meine Reaktion ein bisschen mehr nachvollziehen könnt, warum ich wie bin, gehe ich noch mal kurz darauf ein. Ich habe mit 12 am Motorradunfall meinen Papa verloren, schlagartig. Bin mit 16, weil ich einfach nicht das beste Verhältnis zu meinem Stiefvater hatte, ausgezogen. Hab dann bei meinem damaligen Freund gewohnt, bin dann aber über meine Oma gezogen, weil die Wohnung dort frei wurde. Und meine Oma ist mit 20 gestorben. War auch meine Bezugsperson, bei der ich von klein an aufgewachsen bin, mit aufgewachsen bin, weil meine Mutter selbstständig war. Also die haben sich das so ein bisschen geteilt. Und ja, ich glaube einfach, dass man, wenn man solche Verluste im frühen Alter hatte, mit solchen Situationen einfach anders umgeht. Und hier möchte ich auf gar keinen Fall irgendein Mitleid, weil wie ihr sehen konntet, deswegen war ich auch einfach immer so, dass ich keine Träne vergossen habe, dass ich kein Mitleid möchte. Aber ich bin es leid, mir anzuhören, nur weil ich nicht weine und nicht einen Nervenzusammenbruch bekomme, mir irgendwas nachsagen zu lassen. Also jetzt habt ihr es einmal gehört und darüber brauchen wir auch nicht mehr sprechen. Jeder kann jetzt nachvollziehen, wieso ich vielleicht in manchen Situationen anders reagiere und einfach auf manche Themen gefasster reagiere, weil ich sage, naja, ich habe die wichtigsten Personen in meinem Leben schon verloren und man baut einfach eine Mauer auf und man lernt mit solchen Dingen anders umzugehen. Und so bin ich und so werde ich einfach immer sein und deswegen lasse ich mir aber nichts mehr nachsagen. Ich habe einfach keine Lust mehr darauf, das mir noch weiterhin von irgendwelchen Leuten anhören zu müssen, nur weil ich nicht in Tränen ausbreche und hier einen Nervenzusammenbruch bekomme, dass ich deswegen irgendwas vorspiele. Ne? Ja, tatsächlich ist das die meist oder das meistgestellte Szenario, was in meinem Kopf sich abgespielt hat. Was sagst du? Wie reagierst du? Ich habe jeden Tag, jede Nacht darüber nachgedacht, was das Richtige ist. Und du kannst so viel planen, wie du willst, und alles kommt anders, als man denkt. Seid gespannt. Ehrlich? Wie kannst du mir das antun, nachdem du weißt, was ich alles durchgemacht habe? Das war das, was ich mir gedacht habe, als ich ihn gesehen habe. Gott sei Dank, ist es einfach schon eine Zeit lang her, dass man auch einiges verarbeiten konnte in der Zwischenzeit. Aber es wühlt natürlich nochmal krass alles auf und gerade auch, weil ich so viele Bilder gesehen habe jetzt, die ich damals einfach noch nicht gesehen habe, war das für mich jedes Mal ein Schock nach einer Folge, weil ich wieder Dinge gesehen habe, die für mich komplett neu waren und ich mir einfach jedes Mal dachte, wow, es geht immer noch einer drauf, wovon ich nicht gedacht hatte, ne? Womit ich nicht gerechnet hatte. Aber ja, so ist es jetzt für mich zu sehen. Ja, das finde ich auch eine sehr spannende Frage. Tatsächlich finde ich es sehr schade, dass einfach von uns so wenig gezeigt wurde, so wenig Hintergrundinformationen, sondern nur immer ja, kurze Frequenzen, wo es dann auch jetzt zum Beispiel in letzter Folge, ich meine, es ist klar, es dreht sich natürlich hauptsächlich um Xander und mich, ist klar, dass die dann von mir die Szenen reinnehmen, aber das wurde natürlich alles zusammengeschnitten. Wir haben da Konversationen und die schneiden natürlich nur, ich meine, eine Folge hat halt nur 50 Minuten oder eine Stunde und so viel kann man nicht reinpacken, aber ich fand es echt, ja, oftmals sehr komisch geschnitten. Also aus Konversationen wurden Monologe reingeschnitten, als würde ich einen Monolog führen. Also ja. Ich habe da zum Schnitt nicht die beste Meinung, sage ich jetzt mal so. Aber das ist halt TV, ne? Also, jetzt wollen wir hier mal ganz offen reden. In meinen früheren Jahren wäre definitiv eine Ohrfeige geflogen. Jetzt sage ich, ich habe daraus gelernt, ich habe gelernt, mich besser zu beherrschen. Erst recht, wenn Kameras dabei sind und ich weiß, jeder achtet auf meine Reaktionen. Man ist irgendwo eine Vorbildsfunktion und
Ja, deswegen hat natürlich Gewalt im TV nichts zu suchen. Und ja, deswegen werdet ihr sehen, was passiert. Also ich fand die Wahl sehr überraschend und bin auch echt gespannt, was ihr danach dazu sagt. Also in einem Format, wo ich nicht mit meinem Partner kommunizieren kann, würde ich auf gar keinen Fall mehr reingehen. Allein dieses Psychospiel, was da im Kopf passiert, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also man redet sich immer so leicht von außen. Ich hätte so gemacht und ich hätte so gemacht. Wahrscheinlich wäre ich auch diejenige, die so von außen so schlau dahergeredet hätte. Aber wenn man da drin ist, weißt du nicht mehr, was richtig ist, du weißt nicht mehr, was falsch ist, du bist irgendwie in so einer anderen Welt, dass du einfach nicht mehr, ja, realisierst, was eigentlich gerade passiert. Und das ist eigentlich so das Schlimmste für mich gewesen. Natürlich auch, dass ich nicht alle Bilder gesehen habe, jetzt nachträglich gesehen, wo mir vorher auch nicht bewusst war. Also Format ja, aber nicht mehr in ein Format, wo ich mit meinem Partner reingehe und dann keine Verbindungen zueinander habe und ja, diese Psychospielchen im Kopf. Naja, ihr könnt euch ja sicher vorstellen, dass es nicht so einfach ist, wie das behauptet wurde, dass man einfach sagt, ja klar, hier ist der rote Teppich, du kannst jetzt gehen. Ne? Vor allem, wenn man unter den, ich sag jetzt mal, Spielmachern ist, was ja Xander war. Wenn ich natürlich abbreche, muss er auch mit raus. Und so kurz vorm Schluss ist es natürlich das, wo du sagst, okay, du hast sowieso schon alles verloren. Wieso solltest du jetzt nicht wenigstens noch auf das Geld hoffen, was deine einzige, ja, noch positive Sache an der ganzen Geschichte gewesen wäre? Ne? Warum soll man das herschenken jemanden anderen, obwohl man am meisten gelitten hat? Gedacht hätten. Also bei. Auf die Frage würde ich auch noch mal gerne antworten. Weil wir niemals gedacht hätten, also beide nicht, dass wir damit unsere Beziehung aufs Spiel setzen. Also es war nicht einmal die Rede davon, dass uns eine andere Frau gefährlich werden könnte. Niemals. Ganz im Gegenteil. Seine Angst war, dass er das mit den Kameras und das Lügen, dass er sofort auflügt beim Lügen. Das war das, was er zu mir gesagt hat. Also ich glaube, ich fliege sofort raus, weil ich gar nicht lügen kann. Ich kann nie lügen. Ich kann niemanden anlügen und deswegen war ich so überrascht, dass er das doch so gut konnte. Ne? Also, wie gesagt, er hat mich in vielen Bereichen sehr überrascht, was ich da von ihm gesehen hatte. Also, es war nie, ich war seine Traumfrau und er hat gesagt, es würde niemals eine andere Frau an mich rankommen. Deswegen habe ich meine Beziehung tatsächlich nicht aufs Spiel gesetzt. Aber ja, habe jetzt natürlich. Also da muss ich jetzt auch einmal kurz drauf eingehen, weil ich glaube, das verstehen ganz viele falsch. Was unser Beef zu tun hat, ist einfach, es sind natürlich im Hintergrund einige Dinge passiert, aber ich möchte mich jetzt wirklich tatsächlich nur auf Ab-Ausstrahlung beziehen. Und was da einfach vorgefallen ist, ich war in ihrem ersten TikTok Live, war ich Gesprächsthema Nummer 1 wegen meinem Botox-Unfall. Ich habe das auch gespeichert, könnt ihr alle sehen. Finde ich halt uncool, wenn man da dann gefragt wird, ja, was sie zu Hyaluron und Botox sagt. Und dann, ja, sie hält davon nichts, weil es kann ja vieles schiefgehen, wie man in der Partnerinnenvilla sehen kann. Das war so ein erster Seitenhieb gegen mich, wo ich dazu erstmal gar nichts gesagt habe. Ich bin dann in TikTok viral deswegen gegangen. Könnte mir auch was Schöneres vorstellen, aber dadurch habe ich dann gleich mal mein Problem auflösen können. Aber so hat es halt schon angefangen und dann kam halt das eine aufs andere und irgendwann ist es halt bei mir dann auch so weit, dass ich mir einfach nichts mehr gefallen lasse. Und nur weil jemand eine große Reichweite hat oder mehr Einfluss, weil er schon bekannt ist, lasse ich mir einfach den Mund nicht verbieten. Und deswegen habe ich einfach zurückgeschossen. Es waren ja einige Dinge. Ich will jetzt gar nicht mehr alles aufrollen. Ich will es nur eben nicht so stehen lassen, als wäre ich diejenige, die gegen sie geschossen hätte oder wir gegen irgendjemanden geschossen hätten. Nur es wurde ja auch gegen uns alle in einer Story geschossen. Und deswegen hat sich dann natürlich auch jeder dann angegriffen gefühlt und jeder hat auch alles mitbekommen. Also ich habe nicht ohne Grund so viele hinter mir stehen. Ist nicht, weil ich mir irgendwas ausdenke. Ich habe es auch nicht nötig und ich brauche auch niemanden. Ich schaffe alles alleine.
Ich meine, ihr kennt mich jetzt mittlerweile schon ein bisschen, die mir folgen, die wissen, ich brauche das nicht, sondern das ist einfach nur die Bestätigung, dass ich halt nicht irgendwas an den Fingern herbeiziehe, sondern dass es einfach die Tatsache ist. Und von mir aus wäre nie was ausgegangen, weil es ist gar nicht meine Art, dass ich einfach ohne Grund gegen... Das Finale ist jetzt schon über ein halbes Jahr her. Genaue Zeiten darf ich euch nicht verraten, aber es ist schon eine Weile her. Gut, also vorab. Ich persönlich finde nicht, dass irgendwer verdient hat, was dort mit Lisa oder letztes Jahr mit Luisa geschehen ist. Es gibt ja Leute, die sagen, naja, wenn du in dieses Format gehst, dann geschieht dir das auch recht. Das sehe ich nicht so, denn jedes Paar legt ja seine eigenen Regeln fest und zum Beispiel in diesem Fall und auch in Luisas und Max' Fall war es, dass Küssen erlaubt ist, aber alles andere nicht. Nur die Männer haben sich eben nicht daran gehalten. Und ich finde nicht, dass die Frauen damit rechnen müssen oder dass die Frauen sich darauf einstellen müssen, dass der Mann eben den Schritt weitergeht. Aber trotzdem finde ich persönlich es schon ein bisschen merkwürdig, wenn man generell in so ein Format geht, wenn man in einer monogamen Beziehung ist. Und ja, ich weiß, ich gucke mir das an, wir gucken uns das alle an und wir brauchen solche Paare. Ne? Wenn es solche Paare nicht gäbe, dann wird das ganze Format ja nicht funktionieren. Oder wenn alle Männer so wären, dass die sagen, ja, reden ja, aber küssen nicht, weil, keine Ahnung, das geht mir zu schnell oder so, weiß man sofort, dass die vergeben sind. So, deswegen, da will ich gar keinen Vorwurf machen, aber für mich persönlich zum Beispiel käme das gar nicht in Frage, meinen Mann, also wir sind in einer monogamen Beziehung, und meinen Mann jemand anders küssen zu lassen zum Beispiel, nur um ins Fernsehen zu kommen oder nur um eventuell die Möglichkeit zu haben, ein Preisgeld zu gewinnen. Das ist einfach nichts, was ich so mit mir vereinbaren könnte und auch nichts, was, wenn die Rollen verkehrt herum wären, nichts, was ich persönlich machen wollen würde. Deswegen, das finde ich schon so ein bisschen, weiß ich nicht, anders auf jeden Fall in diesen Beziehungen. Wenn man in einer offenen Beziehung ist, dann mag das nochmal was anderes sein, zumindest solange eben Küssen in dieser offenen Beziehung erlaubt ist. Es gibt ja auch Beziehungen wie die von Aurelio und Lala, die wir ja bei Temptation Island VIP gesehen haben, bei denen Küssen gar nicht erlaubt ist, sondern eben nur Geschlechtsverkehr, weil für die beiden Küssen intimer ist. Deswegen, so soll jeder, soll jedes Pärchen gerne seine eigenen Regeln festlegen, aber trotzdem, das ist ein Punkt, den ich schon mal ein bisschen komisch finde für eine monogame Beziehung, aber auch der Punkt, dass man das so schnell macht. Ne? Die beiden haben noch gar keine gefestigte Beziehung gehabt oder so, sondern waren gerade mal seit ein paar Monaten zusammen. Und man muss auch bedenken, zum Drehzeitpunkt war diese Beziehung seit 6 Monaten gegeben, aber die Castings laufen ja schon früher. Also die beiden haben sich wahrscheinlich beworben, als sie gerade mal 3 Monate oder 4 vielleicht zusammen waren. Und kamen dann schon auf die Idee, nach so einer super, super kurzen Beziehung zu sagen, ja, wir gehen ins Fernsehen und wir erlauben dem anderen, jemand anders zu küssen, obwohl wir eigentlich monogam sind. Weiß ich nicht. Deswegen, ja, tut sie mir durchaus leid, die Lisa, aber ich kann da irgendwie nicht so richtig mitfühlen. Erstens auch, weil sie persönlich mir nicht so authentisch rüberkommt wie eine Luisa zum Beispiel letztes Jahr. Und weil, wie gesagt, ich verstehe, dass das eine Demütigung ist und auch, dass das wehtut und auch, dass man mit Sicherheit nach einem halben Jahr viel für den anderen empfindet. Aber dass das jetzt so schlimm ist, dass sie halt auch die ganze... Achso, das habe ich euch gar nicht erzählt. Naja, sie hat halt auf Insta des Öfteren auch darüber geredet, dass sie gar nichts mehr gegessen hat und dass die anderen sie zum Essen zwingen mussten und dass sie da mega, mega viel abgenommen hat in den 2 Wochen, beziehungsweise das mit Xander fing ja erst nach ein paar Tagen an. Will ich alles nicht in Frage stellen. Das ist ihre Gefühlswelt, das ist alles völlig okay. Trotzdem kommt es bei mir als Empfänger ebenso an, als wäre das alles ein bisschen over the top. Dann zur Frage, ist Xander vorher schon mal fremdgegangen? Wissen wir natürlich alle nicht, ich möchte ihm auch nichts unterstellen, aber jemand, der sich so verhält und so kackendreist wirklich lügen kann und sich auch so überzeugend verhält und auch von sich aus Schritte weitergeht. Zum Beispiel habe ich ja gestern schon gesagt, dass er versucht hat, in Antonias Höschen zu gehen und das noch nicht mal von ihr aus kam. Da stehen, glaube ich, die Chancen, dass derjenige das vorher schon mal gemacht hat, wenn nicht bei Lisa, dann eventuell in einer anderen Beziehung, ziemlich gut. Und oft ist es auch so, dass die Leute, die etwas sehr laut herausposaunen und sehr auf etwas
etwas bestehen. Zum Beispiel hier, wenn Lisa erzählt, dass Xander immer gesagt hat, Fremdgehen ist so schlimm und niemals und bla bla bla. Ja, kann das so sein. Aber manchmal ist es eben auch so, dass wenn jemand so eine starke Meinung hat, dass das in eine andere Begründung hat. Und zwar, weil eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Und das könnte ich mir hier auch tatsächlich vorstellen. Wie geht's euch? Gut, kommen wir damit zu Lisas Vergangenheit. Erstmal tut es mir natürlich mega, mega leid, was ihr passiert ist, dass sie in so frühen Jahren schon ihre Bezugsperson verlieren musste. Hat auch natürlich niemand verdient, ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Und ich verstehe sehr gut, dass einige Leute, ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern, wie Lisa es hier macht, ne? Aber dass einige Leute sich dann solch andere Probleme in eine Perspektive rücken, wo man sich denkt, okay, ich habe so viel mitgemacht in meinem Leben, das kann mich jetzt gar nicht mehr so runterreißen, denn das Schlimmste, meine Bezugspersonen jung zu verlieren, habe ich eigentlich schon erlebt. Das heißt, ich weiß, was richtig, richtig krasse Probleme sind, und wenn mir jetzt irgendwas anderes passiert, zum Beispiel Liebeskummer wegen einem Typen, mit dem ich ein halbes Jahr zusammen bin, dann trifft mich das nicht so sehr. Verstehe ich, aber auch hier kann man nicht sagen, Mann, so wie Lisa es halt gemacht hat, denn ich glaube, es gibt auch Leute, die zum Beispiel, wenn sie früh Bezugsperson verlieren, dann ganz besonders empfindlich sind oder ganz besonders sensibel und dann eben noch schlechter mit Trennung umgehen können. Und auch das ist vollkommen okay und vollkommen normal. Meiner Meinung nach passt dazu dann auch nicht so richtig der Satz, den Lisa hier gesagt hat, von wegen, wenn du weißt, was ich alles durchgemacht habe, wie kannst du mir dann sowas antun? Das hört sich ja so an, ich habe was Schlimmes durchgemacht, ja, das stimmt, und deswegen bin ich ganz besonders sensibel, und wie kannst du es dann wagen, auch noch mir, sensibler Person, sowas anzutun? Das wird ja irgendwie Sinn ergeben, ne? Wenn man ganz besonders verletzlich ist aufgrund der vorherigen Erfahrung. Aber Lisa sagt ja quasi das Gegenteil, dass sie, weil sie so schlimme Sachen schon leider erleben musste, nicht mehr so empfindlich ist in Bezug auf andere Sachen, weil sie eben so große Probleme schon hatte, dass sie bei so etwas jetzt eben nicht mehr weint. Dann einmal kurz zum Thema, dass Lisa meinte, sie sei ein Vorbild, sie habe eine Vorbildfunktion und deswegen habe Gewalt im TV nicht zu suchen. Ich muss leider sagen, dass diese Aussage mit der Vorbildfunktion für mich auch wieder so ein bisschen komisch rüberkommt. Wahrscheinlich meint Lisa das gar nicht so, aber das ist eigentlich eine Sache, die andere Leute über einen sagen und man nicht selber, wenn man irgendwie jetzt 2, 3, 4 Mal im Fernsehen zu sehen war, dass man sagt, ich bin ein Vorbild, ich habe eine Vorbildfunktion. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig und es kommt für mich so rüber, als würde Lisa die Rolle, also sich jetzt schon als öffentliche Person sehen, Person des öffentlichen Lebens, die für junge Mädchen ein Vorbild sein muss. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Also deswegen, aufgrund von solchen kleinen Aussagen, kommt es bei mir so an, als würde sie sich in dieser Opferrolle eigentlich ganz wohl fühlen, dass sie jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt und auch so viel Mitleid und eben auch dadurch, dass sie nichts an sich Schlimmes gemacht hat und kein Drama selbst gemacht hat, sondern eben die betrogene Frau ist. Das war jetzt aber eigentlich eher eine Kleinigkeit. Wichtiger finde ich diesen Satz, naja, früher hätte ich anders reagiert und vor allem, Gewalt hat im TV nichts zu suchen. Vollkommen richtig, aber Gewalt hat auch in ihrem Privatleben nichts zu suchen. Und auch wenn das im Privaten passiert wäre, dann hätte sie auch kein Recht, Xander zum Beispiel zu schlagen. Ja, tut mir leid, ich muss mal eben ein bisschen hüpfen, dann kommen wir auch gleich zum Schluss. Ich weiß, das ist ein bisschen nervig, wenn ich jetzt hier so rumhüpfe, aber ich bin gleich auch fertig, ich wollte nur noch sagen. In diesem Falle hat Lisa eine Vorbildfunktion, nicht uns gegenüber, aber gegenüber ihrem Kind, das sie ja schon hat. Und deswegen sollte sie meiner Meinung nach nicht sagen, Gewalt hat deswegen im Fernsehen nichts zu suchen, sondern generell hat Gewalt in keinem Leben etwas zu suchen. Denn für mich persönlich hört es sich so ein bisschen so an, als hätte Lisa sich hier zusammengerissen, weil sie eben im TV war, weil da Kameras waren und hätte eventuell im Privatleben anders reagiert. Und auch hier wieder, ich will ihr nichts unterstellen, ich kenne sie ja nicht persönlich, aber das sind alles so Aussagen, die einfach bei mir, sie ist der Sender, ich bin der Empfänger, Kommunikation ist schwierig, aber mir als Empfänger kommt das eben alles ein bisschen merkwürdig an.
Gut, das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Jetzt habt ihr meinen Senf dazu gehört und ich bin natürlich gespannt darauf, was ihr über diese ganze Sache denkt, was ihr über Lisa denkt, was ihr über ihre Antworten auf die Fragen denkt. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bitte, bitte, bitte denkt an den Like-Button und falls ihr schreibfaul seid, dann wisst ihr bestimmt noch, was ich euch immer eingebläut habe. Nämlich postet doch einfach irgendwelche Emojis oder was auch immer in die Kommentarspalte. Auch wenn ihr keinen Bock habt, irgendwas zu schreiben, das ist vollkommen in Ordnung. Aber auch jeder Kommentar pusht meinen Algorithmus. Deswegen danke für alles, was ihr mir gebt. So viel Liebe, so viel Unterstützung und fühlt euch wie immer ganz, ganz doll gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.